Und damit herzlich willkommen zu Bioshock 2. Wir spielen nach Teil 1 Bioshock 2 quasi die Fortsetzung. Ich drücke Spiel starten, ein neues Spiel. Schauen wir mal eben kurz bei Extras mal eben kurz rein. Extras, Prüfung, okay, ja gut, das passt alles. Ich mache neues Spiel. Die Helligkeit, das ist ganz wichtig. Da muss ich jetzt mal eben schauen. Oh Gott. Ich glaube, ich muss es ein bisschen vom Pegel ein bisschen höher schauen. Es ist zu dunkel. Ich wende es an. Und wir befinden uns natürlich wieder im Live-Let's Play. Und ja, ich freue mich auf den Titel. Ich habe den Bioshock 2 nie durchgespielt. Ich habe den nur angespielt ein bisschen. Ich glaube, ein, zwei Level und dann habe ich irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, warum. So, wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Mittel. Du hast bereits andere Shooter gespielt. Oder du bist ein absoluter Shooter-Experte. Ich denke mal, von Let's Plays Mittel ganz, ganz cool. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein ominöser Ladebildschirm mit ganz famöser Musik. Und ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal meine Klappe und lasse euch einfach mal das Video bzw. das Intro genießen. Viel Spaß. ...1958 im Atlantischen Ozean. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Bioshock 2. Zehn Jahre später. Yeah.
Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tenenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Ich versuche mich in der Bahnstation des Atlantic Express. Ja, und damit willkommen. Und damit willkommen zurück zu Bioshock 2 und ich muss mal eben was einstellen. Es tut mir leid, ich weiß. Weil das konnte ich irgendwie am Anfang nicht machen. Ich mach das mal jetzt auf 8, okay. Die Vibration an, ja, okay, anwenden. So, wie komme ich zurück? Ja, das ist schon viel besser. Was gleich auffällt, sind schon viel mehr oder beziehungsweise ganz andere Anzeigen. Oben links ein bisschen detaillierter. Das Ganze sieht auch besser aus wie Teil 1. Na klar, Teil 2 natürlich kam ein paar Jahre später. Und wir haben ein Bohrer mit Bohrertreibstoff, was ganz geil ist. Denn wir wissen, in Teil 1, ich hoffe, du hast das Let's Play gesehen und natürlich bei mir auf dem Channel, sind wir am Ende zu einem Big Daddy geworden. Ich weiß nicht genau, spielen wir jetzt denn aus dem ersten Teil wieder unseren selben Charakter, oder? Also wie gesagt, ich habe das Spiel nie durchgespielt. Wie gesagt, ist für mich jetzt quasi dann auch so ein bisschen Premiere, das auch erstmal richtig durchzuspielen. City of Rapture, aha, okay. Fallen ist Babylon. Und wir haben herausgefunden, wir haben ja Fontaine, die Drecksau, haben wir ja erledigt im ersten Teil. Okay, springen ist immer noch Dreieck. Okay, Tasten, denke ich mal, werden... Ja, die werden gleich bleiben. Und wie hübscher das doch aussieht wie Teil 1. Man mag es gar nicht glauben. So, und wir spielen definitiv ein... Hallo? Haben wir denn... Nein, wir haben nur einen Bohrer. Okay, Waffe wählen, Verbandskasten jetzt nutzen. E-Spritze jetzt benutzen. Ah, so, okay, das geht dann auch jetzt. Okay. Dann gucken wir mal. R2. Um die Korallen zu zertrümmern. Oh. Nimm. Okay, mir ist aber gerade auch was aufgefallen bei dem Intro-Video. Wie ich das erste Mal Bioshock 2 gespielt habe, bin ich davon ausgegangen, dass wir gar keine Hand mehr haben auf der rechten Seite, weil wir ja den Bohrer haben. Aber das ist jetzt im Video ist mir aufgefallen, das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja nur ein Bohrer, der aufgesetzt ist. Und... dann würde das vom ersten Teil auch Sinn machen, dass wir jetzt... ein Big Daddy spielen. Adonis Bender, aha. Plasmid-Therapie. Das klingt vielversprechend und es sieht wieder sehr einladend aus. Ich das mal anmerken darf. Ich geh mal runter. Mal gucken. Was stehen wir hier? Sind die Übersetzungen eigentlich nicht an? Ich schaue nochmal eben in die Optionen. Normalerweise sind doch die Übersetzungen an, oder? Spieloptionen, Schwierigkeitsgrad Mittel, Helm HUD an. Hier kann man viel mehr Untertitel, Dialoge, Untertitel, Grafiken. Genau, das war das. Objekt schlimm... Was? Schimmern, okay. Nützliche Objekte highlighten, das kann man alles anmachen. Das ist ja cool. Okay, ich lasse das mal so. Lambert stiehlt alles. Oder sieht alles. Lamp sieht alles. Und die Tenenbaum spielt auch wieder mit. Er spielt ja 10 Jahre nach den Ereignissen, die wir... Okay, die Karte ist, ich glaube, ein bisschen besser wie beim ersten Teil. Huch. Zehn Jahre nach den Ereignissen vom Intro-Video. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann das jetzt spielt nach dem ersten Teil. Knüpft das jetzt dann 10 Jahre danach an? Aber da müssten wir doch normalerweise, laut dem Ende des ersten Teils müssen wir doch schon irgendwo im Krankenbett liegen. Oder die haben uns wieder auferstehen lassen. Ich habe keine Ahnung, warum. So, Warnung. Hochspannung. Poolraumgenerator. Aha. Oh. Hören wir uns direkt mal an. Lektion 1, ihr Superkleppner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen.
Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Schrecken sich, wenn sie Blitze. Okay. Bohrtreibstoff, das nehmen wir mit. Dann haben wir schon mal ein bisschen Bohrtreibstoff. Ich weiß nicht, ob das automatisch auffüllt. Ich hoffe mal. So, wo geht's hier hin? Adonis Luxury Resort. Da ist es zu, okay. Wir müssen also in Plasmidtherapie. Wir müssen in die Plasmidtherapie gehen. Ich freue mich sehr. Ich habe hier gerade schon mal. Halte R2 gedrückt, um einen was anderen Bohrerangriff auszuführen. Den Bohrer drehen zu lassen, verbraucht Treibstoff. Na, fängt ja schon gut an. Elektrobolt, elektrifiziert ihr Leben. Plasmid-Werbung. Ja, wir müssen gucken, dass wir diesmal auch ein bisschen mehr Eve sammeln, als wie beim ersten Teil. Das war echt schon knallhart an der Grenze. 1540. Probieren wir mal aus. 1540. Oh. Leiche, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was eine Leiche ist. Wir haben auf jeden Fall schon mal Geld gefunden. Bohrertreibstoff und ein Tagebuch. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gin Tonic raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Irrspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Aha. Lamb sieht alles. Okay, das ist Lamb. Wie ich es mir schon gedacht hatte. Ja, schönen guten Tag an alle, die im Stream zuschauen. Und auch auf dich hier auf YouTube. Willkommen zu Bioshock 2 nochmal. Raptures hellste Köpfe 1952. Aha. Da ist Ryan. Da ist Lem auch. Hier ist. Das müsste Fontaine sein, oder? Oder ist das Fontaine? Warte mal. Das ist auf jeden Fall. Das ist Ryan. Also hat Lem auch eine Rolle gespielt. Ich bin gespannt, welche Rolle. Evolution in einer Flasche. Plasmidwerbung. Um einen Tipp zu bekommen, wenn du nicht weiterkommst. Ja, das ist okay. So, was haben wir hier? Einheit und Metamorphosen. Eve-Spender. Oh, wie geil. Du hast eine Eve-Spritze erhalten. Wenn du Eve ausgeht, benutzt du dann Eve-Spritzen automatisch, um es wiederzustellen. Um es wiederherzustellen. Okay. Von Eleanor. Aha, okay. Im Theaterraum. Was haben wir hier? Behandlungsraum 2. Behandlungsraum 1 wahrscheinlich, oder? Genau. Please, Harry, bitte beeil dich, Daddy. Ja. Daddy hat geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Ja. Ah, wer war er denn? So, drücke L2, um Elektrobolt aus den Fingerspitzen zu schießen. Okay, also das gibt's dann auch wieder. Ja, genau, das war das. Ja, stimmt. Was haben wir hier? Aschenbecher durchsuchen. Okay, Cola nehmen wir mit. Ist ein bisschen dunkler hier gerade geworden, dann meine ich das nur. So, was haben wir hier alles? Aha, Glühwürmchen. So, Gatherer's Garden. Komm bald und finde mich. Okay, wir müssen Eleanor finden. Nicht das Auto, sondern die Kleine. Unsere kleine Tochter anscheinend. Vielleicht spielen wir auch nicht den Typen aus dem ersten Teil. Ich bin mir nicht sicher. Der liegt wahrscheinlich schon länger rum. Der hat wahrscheinlich die Grillparty mitgemacht. Ich bin mir nicht sicher. Und hier... Huch. Okay. Werbung für Rejuvenatonicum. Okay. Was auch immer das sein mag, wir werden es bestimmt rausfinden. Oh, hier liegt Geld. Gönnen Sie sich noch heute Werbung für Sonnenstrahlkaugummi.
Ich habe keine Ahnung, was es macht. Werbung für Tunicum. Slim Down. Das, ja, könnte ich auch mal gebrauchen. Und wahrscheinlich auch für den dicken Nachbarn, der bei Vic über uns wohnt. Kommen übrigens 4 Folgen. Heute kommt schon die erste Folge. Und freut euch schon mal auf die Thumbnails. Die sind sehr geil geworden. Da muss ich selber lachen. So, hier haben wir nochmal eine Eve-Spritze. Und wir müssen hier die Türsteuerung. Also kriegen wir hier es wieder erklärt wie beim ersten Teil. Okay, dürfte eigentlich kein... Oh, hallo. War's das? Ich glaube ja.